Zutaten für ca. 16 Stücke, 300 Gramm dunkle Double-Schokolade-Cookies, 150 Gramm Butter, 350 Gramm Zartbitterschokolade, 200 Gramm Schlagsahne, 500 Gramm Mascarpone, 300 Gramm Doppelrahm-Frischkäse, 4 Esslöffel Whisky, 2 Esslöffel Zucker, großer Gefrierbeutel Backpapier, 4 E-Cookies in einen Gefrierbeutel geben, schließen und mit einer Kuchenrolle zerbröseln. Butter schmelzen. Cookie und Butter mischen. Masse als Bode eine Springform, Klammer auf 26 cm Klammer zu, drücken ca. 30 Minuten kalt stellen. 2 Siemens. Horkolude feinhacken. Bis auf 4 Esslöffel bestreuen im heißen Wasserbad Xen, etwas abkühlen lassen. Sahne mit Schneebesen des Rührgerätes steif gehen. Mascarpone, Frischkäse, Whisky, Zucker verrühren. Geschmolzenes Klade unterrühren, die geschlagene sie unterheben. Schokocreme auf den K-Boden geben und locker verstreichen, er mindestens 2 Stunden kalt stellen. 3 Gramm aus der Form lösen. Mit Restleer Schokosplittern bestreuen.